Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft. In der letzten Folge haben wir mit Maximilian von Nordhain geredet, einem edlen, edlen Ritter. Und ja, wir haben durch eine extrem beschwerliche Ausbildung es geschafft, sein Knappe zu werden. Und ja, mal gucken, was er für weitere Aufgaben für uns hat. Eine wichtige Lektion. Ihr erfreut mich, Merrily. Von heute an seid ihr nicht länger eine einfache Bettlerin, sondern ein Knappe im Dienst des Maximilian von Nordhain. Macht euch bereit für unseren ersten Ausflug, mein treuer Knappe, denn gemeinsam wollen wir uns kopfüber ins Abenteuer stürzen. Ich freue mich, mein Herr. Für die Allianz. Ja, die bösen Drachen im Ungoro-Krater. Dieser Krater ist voll von einer bösartigen Brut von Drachen. Habt ihr sie gesehen? Sie streifen umher und tragen ihre gezackten Rücken und Echsengesichter überall im Krater zur Schau. Lasst euch nicht von ihnen in die Irre führen, Knappe, denn diese Drachen sind keine Diener der anmutigen Alexstrascha. Sie sind ganz offensichtlich bösartig und benötigen dringend die Zuwendung einer Heldenklinge. Ich habe beschlossen, dass ich nicht weniger als 15 von ihnen erlegen werde. Als mein Knappe müsst ihr mich begleiten. Sollten wir getrennt werden, könnt ihr mich hier an den heißen Quellen wiederfinden. Alles klar? Nehmen wir noch die zweite Quest an. Können wir nicht, okay. Das Licht sei mit euch. Ah doch, können wir. Reitet quasi neben uns mit. Jungfern sind zum Retten da. Ich habe so ein Gefühl, dass wir mehr als nur Drachen hier in diesem Krater finden werden. Mein Paladin-Instinkt sagt mir, dass es in der Nähe Jungfern gibt, die unserer Hilfe bedürfen. Zwar schlägt mein Herz nur für meine Dame Doloria, aber eine Jungfer in Bedrängnis darf nicht ignoriert werden. Brechen wir auf, knappe Merrily. Die Damen von Ungoro brauchen unsere Hilfe. Ja, ein alter Gentleman scheint das auch zu sein. Dann gucken wir mal, was wir hier machen müssen. Habseligkeit eines Blutelfen. Okay, können wir uns aufmounten oder gibt das ein Problem? Nee, können wir und er kann sogar mit uns Schritt halten. Sehr schön. Müssen wir ihn töten? Nein, die dampfende Furie müssen wir nicht töten. Dann laufen wir da mal außen rum. Das sind, glaube ich, die Drachen, von denen er redet. Schnappen wir uns mal eine. Macht er mit? Wie viel Schaden macht er denn? Das würde mich mal interessieren, weil er ist ja ein edler Ritter. Drache! Sehr schön, 1 von 15. Fehlen nur noch 14. Das wird dauern, Freunde. Laufen wir hier an der Seite vorbei und schauen wir mal, dass wir die Habseligkeiten eines Blutelfen finden. Was auch immer das sein soll. Wo sind die? Hier vorne. Ach, wahrscheinlich hier oben. Alles klar. Nehmen wir mal noch fix hier das Thorium-Vorkommen mit. Das ist so schön orange. Das gibt uns wieder massig Punkte. Oh, wir können gar nicht mehr skillen, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich mal wieder zum Lehrer gehen. Okay. Aber ich werde das Zeug jetzt trotzdem nicht liegen lassen, weil das ist bares Geld. Ist das hier? Oder ist das oben? Das Glück ist heute mit uns. Eine Jungfer befindet sich vor uns. Sie scheint auf einer Felsspitze gefangen zu sein, ohne Hoffnung auf Entkommen. Lasst sie uns retten. Holde Maid, fürchtet euch nicht. Maximilian von Nordhain ist gekommen, um euch... wo? Achso, hier. Mal gucken, was er macht. Nein, habt keine Angst, denn ihr stürzt nicht in den Tod, sondern fallt in die wartenden Arme meines Knappen. Los geht's. Hallo? Nein! Du f... Alter, bist du ein Volltrottel. Meinst du das ernst? Der Kerl ist doch echt ein Psychopath, Wahnsinn. Jetzt ist die Arme gestorben, oder was? Bevor ich mich verabschiede, solltet ihr euch gesagt sein lassen, dass es nicht meine Schuld ist, dass ihr nun dahingestreckt am Boden. Ach, egal. Auf jeden Fall hat er wieder Scheiße gebaut. Wahnsinn, der Kerl. Dann geht's jetzt mal weiter in den Südwesten des Landes. Was macht der denn? Der ist doch ein bisschen blöd. Ah, okay, die hier ziehen quasi auch zu den Dinos. Dann passt sich das. Dann töten wir mal am meisten die Dimetrodonten. So wie sie schön heißen im Plural. Dann können wir nämlich auch die Dinosaurierknochen, die wir für die andere Quest brauchen, sammeln. Während wir uns hier um seine Wehwehchen kümmern. So, du darfst auch mal kommen. Na, hätte ich vielleicht kurz warten müssen mit dem Donnerknall. Aber kein Problem. Machen wir das einfach so. Pam und pam und pam. Und pam, und pam, und pam, sehr schön. Zwei Dinosaurierknochen, wunderbar. Denn, das ist ein Elite-Mob, ne? 15.000, wollen wir den mal angreifen? Ich habe da jetzt Bock drauf, ein bisschen Schaden machen.
Einfach nur, um unsere eigenen Kräfte zu messen. Als kleiner Beweis, dass wir es können. Da hat er nochmal ordentlich weniger Leben als der große Dino, der hier die ganze Zeit rumläuft. Na, das schaut so aus, als ob der Kampf zu unseren Gunsten ausgehen wird. Sehr schön, ich bin stolz auf unseren Schaden. Sehr, sehr nice. 600 DPS fast, wunderbar. Dann darfst du mal kommen. Dann gehörst du auch zu den Dinos. Nein, dann darfst du noch kommen. Sordala. Die Metrodonten. Was ein Plural. Wahnsinn. Ich würde sagen, die Metrodons. Na ja, wurscht. 7 von 15 haben wir und 3 Knochen haben wir schon. Alles klar. Dann begeben wir uns mal weiter nach Richtung Südwesten. Und rote Machtkristalle. Wunderbar. Droppen die hier auch was? Ja, greifen wir nochmal so einen an. Ich habe jetzt ein bisschen Lust bekommen, die anzugreifen. Einfach, weil wir scheinbar genug Damage machen, um die quasi umzuhauen. So. Dann einmal so und einmal hinrichten. Yes, Baby. Seid vorsichtig. Mal gucken. Nee, kein Dinosaurierknochen. Dann nehmen wir mal ihn mit. Okay, jetzt weiß ich den Unterschied zu Siegesrausch. Und zwar können wir das ja jetzt immer benutzen. Und das hat, wenn wir es immer benutzen, den gleichen Effekt wie Siegesrausch, dass es uns um 10% heilt. Aber nachdem wir Gegner getötet haben, heilt es uns nicht mehr um 10, sondern um 20%. Okay, dann hat das jetzt bei mir auch endlich Klick gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, aber gut. Jetzt können wir das zum Beispiel trotzdem benutzen und das heilt uns. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, ein paar nette Züge hat der Patch auch. Da kann man absolut nicht meckern. So, da hinten ist wieder so ein roter Machtkristall. Das nehmen wir natürlich an uns. Mal gucken, ob wir in der Folge noch ein Level abschaffen. Das könnte jetzt wirklich wieder der Fall sein. Das geht echt flott inzwischen. Wahnsinn. So, kommst du noch mit? Pam. Und da hinten sehe ich wieder so ein Machtkristall. Sehr schön. Laufen wir dann gleich mal hin, sobald wir hier fertig sind. So, sehr gut. Alter steht doch nicht immer im Weg, Wahnsinn. Also nicht Alter, sondern sehr geehrter Herr Ritter, Entschuldigung. Wir sind ja nur ein kleiner Knappe. So, mal kicken. Komm, 3 Stück. 2 Stück, okay, dann brauchen wir noch einen. Da gucken wir mal, nehmen wir ihn hier noch. Wo ist denn die zweite Jungfrau? Die ist im Südosten von dem kleinen See, alles klar. Schauen wir mal, dass wir noch einen Machtkristall finden. Hey, da hinten ist noch ein bisschen Thorium. Was ist das hier? Dinosaurier. Ach, die liegen auch einfach rum, oder was? Das ist ja schön. Das freut mich, das freut mich. So, dann müssen wir ihn wohl zuerst angreifen. Wobei, er kann ihn angreifen. Dann nehmen wir hier dabei mal das Zeug hier mit. Oh, greif halt den Maximilian an, mein Freund. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Gut, einen müssen wir noch töten. Und wie viel Knochen brauchen wir noch? 2 Stück, okay. Dann halten wir mal Ausschau nach diesen Knochen am Boden. Wo ist die Musik hin? Ah, da ist sie, alles klar. Und an den unterbrechenden Ruf muss ich mich auch gewöhnen. Ist auch ziemlich nützlich. Ist wohl gegen Zauber, okay. Die bösen Drachen im Blablabla. Und das ist Nummer 15. Heute hatte die Gerechtigkeit einen Namen. Und dieser Name war Maximilian von Nordhain. Für Doloria. Alles klar. Gibt es eine Folgequest? Nee, alles klar. Suchen wir jetzt noch ein paar Dino-Knochen unter... Ah, da hinten ist was, sehe ich gerade.
Sehr gut. Das sogar noch ein bisschen mehr. So, 8 von 8, sehr schön. Ja, dann brauchen wir nur noch die Jungfrau da vorne. Beziehungsweise die Jungfer. Was ja im Prinzip das gleiche ist. Lalalala. So, einmal hier vorbei. Ah, sie greifen uns immer alle an. Als ob sie eine Chance hätten, das ist der Wahnsinn. Führen sich immer auf wie sonst jemand, aber... Naja. Traumblatt. Ist die hier? Wo ist denn die? Ah, da ist die Jungfer. Die Jungfer am See. Da sind ein paar Habseligkeiten. Wunderbar. Seht, Knappe. Die edle Maid dort hat ihren Geldbeutel in den schwefelhaltigen Wassern der heißen Quellen von Golaka verloren. Bla bla bla. Ich bin keine bla bla bla. Ihr seid keine was? Keine von denen, die mit fremden Herren spricht? Fürchtet euch nicht. Mein Herz gehört nur der ehrenwerten Dame Doloria. Mein Knappe wird euren Geldbeutel für euch zurückerobern. Haben wir schon. Ehre den Sindorei. Ja, bitte sehr. Sehr schön. Hey, wir haben einen Segen der Könige erhalten. Du bist ein guter Paladin, mein Freund. Und er hat sie gar nicht getötet. Ja. Ihn. Zeit ist Gold. Ach, stimmt. Jungfer ist männlich, Jungfrau ist weiblich. Ach, Sinan, Sinan, Sinan. Ich sag doch, ich bin in den Aufnahmen immer so extrem verplant. Das ist der Wahnsinn. Das ist der helle Wahnsinn. Holen wir uns erstmal den da oben. Ja, greift uns ruhig an. Aber der Maximilian sollte vielleicht uns folgen, statt den Gegnern. Weil sonst werden wir ihn verlieren. Ach, du bist doch ein Vollhorst, mein Freund. Lauf doch einfach mit uns mit. Warum ist er so langsam? Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Komischer Ritter. Alter, du nervst mich ein bisschen. Töten wir das Viech halt mal. Wahnsinn. Ey, mein Ritter, schön und gut. Der will wahrscheinlich die ganze Zeit kämpfen, aber das ist mir im Prinzip scheißegal. Der soll mir einfach folgen, wenn ich auf dem Reittier bin. Also langsam kriege ich hier die Krise, ganz ehrlich. So, stirb. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Und wenn der Depp uns hier rechts auch noch angreift, dann flippe ich komplett aus. So, sehr schön. Einmal hier Richtung Weg nach Silithus laufen. Da geht es nämlich nach Silithus. Alter, du bist doch ein Vollhorst, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er den tatsächlich angegriffen, weil er in seiner Nähe war. Ey, ich krieg die Krise mit diesem Kerl. Ernsthaft. Weh, wenn er jetzt den links auch angreift. Komm her, Vollhorst. Wahnsinn. Jetzt läuft er wahrscheinlich durch den Gegner durch. Nee, okay. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Komischer Kerl. Ganz ehrlich. Der soll erstmal reiten lernen, bevor er sich Ritter tauft. Hammerhart. Bist du eine Jungfer im Norden? Ja, bist du. Es scheint, dann hätten wir ein Abenteuer gefunden. Sieh, dort drüben wandelt eine junge Dame unschuldig durch den Urwald, während sich ein Phönixfalkenjunges sie zur Beute auserkoren hat. Seht, wie der verwünschte Vogel zu Flamme und Asche wird, sobald er erschlagen wird. Für Doloria! Seltsam, der Vogel wird nicht zu Flamme und Asche. Ein Phönix, der nicht zu Flamme und Asche wird, wenn er erschlagen wird, ist in der Tat ein schlechtes Omen. Fräulein, wenn die Neugier an euch nagt, so sei euch gesagt, dass ihr eure Errettung Maximilian von Nordheim verdankt. Ich fürchte, ich muss euch und euren Ex-Phönix nun verlassen. Das Licht sei mit euch. Kritzerchen. Ich glaube, der hat gerade ihr Haustier getötet, was wir nicht gesehen haben. Wahnsinn, 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 der Kerl. Unsere Pflicht ist getan. Dennoch bedrückt es mich, dass die heutigen Jungfern alles andere als dankbar sind. Nur die Blonde am See brachte es über sich, uns etwas Dankbarkeit für unsere Ritterlichkeit zu zeigen. Vielleicht wird die Dankbarkeit der Jungfern von morgen mit ihrer Schönheit mithalten können. Nun müssen wir aufbrechen. Mehr Abenteuer erwarten uns.
komischer Kerl. Die Geister der Quellen von Golaka. Einen Moment der Ernsthaftigkeit, Merrily. Wir haben eine wichtige Aufgabe vor uns. Die verräterischen Drachen, die dieses Tal heimsuchen, werden in ihren Missetaten nicht innehalten, bis wir deren widerwärtige Brutmutter zur Strecke gebracht haben. Bevor wir aber auch nur daran denken können, solch eine Tat zu vollbringen, müssen wir das Licht um Beistand bitten. Ich habe das Licht sich in der Nähe manifestieren sehen, und zwar in der Form von Geistern, die an den Ufern der heißen Quellen von Golaka schweben. Kommt, ich muss mit ihnen sprechen und sie um Hilfe bitten. Alles klar. Alles klar, dann reiten wir mal wieder hier runter. Möglichst ohne Kampf. Weil er wird irgendwie immer langsamer, wenn er irgendein Gegner in der Nähe ist. So, einmal hier vorbei. Einmal hier vorbei. Oh, jetzt ist da links schon wieder was. So, einmal da, einmal dort. Na, mal gucken, das werden wir schon irgendwie schaffen. Mir scheint das, dass diese Viecher umprogrammiert worden sind. Dass sie quasi dann wirklich ab einer bestimmten Entfernung erscheinen und dann anfangen, sich zu bewegen. So sieht das zumindest aus. Aber keine Ahnung. Mit der Technik dahinter habe ich mich bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch gar nicht öffentlich. Alter, du bist doch ein Vollhorst. Das gibt es doch gar nicht, ganz ehrlich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ach so, Geister des Lichts soll man nicht töten, okay. Was soll man denn mit ihnen machen? Ach so, okay. Wir müssen sie anwählen und... Hä, wie machen wir das? Müssen wir die einfach nur ein bisschen schwächen? Achso, okay. Während wir ihn angreifen, labert er hier irgendwas und betet für die. Oh ja, dann schlagen wir da einfach mal drauf. Licht, gib uns die Stärke, die wir brauchen, um die abscheuliche Brutmutter von Ungoro zu besiegen. Aua. Alter, mach hin, ich kann nicht so wenig Schaden machen. So, alles klar, ein Gebet. Und er greift uns tatsächlich nicht mehr an. Da hat der Maximilian wohl ein bisschen mehr drauf, als wir gedacht haben. So, du darfst auch mal kommen. Dann heilen wir uns einmal und dann hauen wir da einfach so drauf. Ich trinke mal derweil was. Knappe, bitte steht neben mir, während ich den Segen des vom Licht gesegneten Geistes erbitte. Licht, gib uns die Stärke, die wir brauchen, um die abscheuliche Brutmutter von Ungoro zu besiegen. Außerdem bitte ich dich, Wildblumen um die Füße meiner wunderschönen Doloria zu streuen, wo auch immer sie wandeln mag. Zu guter Letzt bitte ich demütigst darum, damit aufzuhören, deine Feindseligkeit an meinen Knappen auszulassen. Ich nehme deinen Segen an. Sehr schön. Die Geister von der heißen Quellen von Golaka. Dürfte ich euch eine Frage stellen? Welche Missetat habt ihr begangen, dass die Geister derartig böse auf euch waren? Ich bin beeindruckt, dass ihr die Geduld hattet, so still zu sitzen, während sie euch so heftig verprügelt haben. Nun können wir fortfahren. Die Zähne und Schuppen von Ungoros größtem Drachen erwarten uns. Alles klar? Versammeln wir uns in meinem Lager als Freunde und heldenhafte Mitkämpfer zur Besprechung unserer letzten und gefährlichsten Aufgabe. Auf, Pimento! Alles klar! Alles klar, Freunde! Da machen wir uns mal auf den Weg, möglichst ohne Kampf, das klappt aber, glaube ich. Und geben wir erstmal die Quest da oben ab, auf dem Gipfel, von diesem kleinen Hügel hier, bevor wir uns wieder Maximilian widmen, der ja doch sehr eigen ist. Ihr könnt von mir denken, was ihr wollt, aber denen ist es doch völlig egal, ob die Knochen, die sie zum Erforschen bekommen, von uralten Stegodonten oder Dimetrodonten stammen oder von den Viechern, die uns beinahe zum Frühstück verspeist hätten, als wir gerade unser Lager aufschlugen. Ich bin schon glücklich, wenn wir hier lebend rauskommen. Redet der so? Ich habe keine Ahnung. Ja, ein bisschen. Bitte sehr, Dinosaurierknochen. Wunderbar, das sollte funktionieren. Und jetzt, wenn ihr erlaubt, danke, dass ihr all diese Knochen für uns ausgegraben habt, ohne denen ihr lebenden Tieren Schaden zuzufügen. Ob das wirklich so war oder nicht, das will ich gar nicht wissen. Belassen wir es dabei in Ordnung? Hier, vielleicht hilft euch das, über die ganze Angelegenheit euren Mund zu halten. Jedes Mittel ist recht, wenn wir nur lebendig hier rauskommen.
Ich kann gerade keine Stimmen imitieren, sorry. Wahnsinn. Nehmen wir mal das. Der Fossilienfinder 3000. Eines der Dinge, die ich am meisten am Graben hasse, ist die Tatsache, dass man die Hälfte der Zeit nur Dreck findet. Deshalb habe ich den Großteil meiner Zeit hier mit Tüften statt mit Graben verbracht. Lasst mich euch zeigen, was ich erfunden habe, den Fossilienfinder 3000. Ich habe gerade die letzten Handgriffe daran gemacht. Wenn er richtig funktioniert, sollte er die größten Fossilien in der Umgebung finden. Ich weiß, toll, oder? Probiert es einmal und schaut, ob ihr nicht ein paar lächerlich große Dinosaurierknochen finden könnt. Alles klar. Das machen wir natürlich, aber unser Rucksack ist voll. Wahnsinn. Da werde ich jetzt mal in der Zwischenzeit, wenn ich diese Folge beendet habe, mal gucken, dass ich jetzt ein wenig Kräuterkunde skille und unser Zeug verkaufe. Beziehungsweise werde ich jetzt mal eine längere Aufnahmesession-Pause machen, also eine Aufnahmepause. Und jetzt erstmal Minecraft und Bioshock aufnehmen, weil ich da auch keine Folgen mehr habe. Hoffentlich vergesse ich das vor der nächsten Folge nicht, dass wir das hier noch alles machen wollten. Aber gut, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder um 18 Uhr. Ciao!